würde sagen, in unserer ersten Probe nach dem Infotag haben wir doch alle von euch ein Foto gemacht, weil wir mussten ja den Namen kennenlernen, das Gesicht dazu. Da haben wir damals ein Foto gemacht. Erinnert ihr euch noch? Ja. Einige von euch hatten noch so einen Skibrillenabdruck. Warum? Das war im Februar, nein, oder? Wenn man die ersten Bewegungen gibt, wie nehmen sie das auf? Und eigentlich ist das schon so für mich so ein bisschen die Inspiration, wo das Ding hingeht. Dann natürlich mit eurer Zusammenarbeit, wisst ihr, was dann auch musikalisch noch dazu kommt. Und so, und dann muss ich sagen, kann man vieles dann noch später mit der Thematik, also wenn man jetzt sagt, wir bereiten ein Fest vor und man hat schon mit Bewegung angefangen, finde ich, ist der Weg dann nicht mehr so weit. Also, dann Festen wird getanzt. Also, wir fangen an mit dem rechten Fuß. Zweimal das Stampfen, zweimal mit Stimme und dann gehen wir los. Achtung. Nur mal mit rechts. Oh, mit rechts. Ja, mit rechts. Das ist der rechte. Achtung. Jüngeren mal zusammengenommen, mal 7 bis 9 bis 10 und dann so ab 10 aufwärts bis 14, so eine Gruppe. Und ich finde auch, das muss doch sein. Man kann einfach von den kleineren kann man nicht zu komplizierte Bewegungsabläufe machen. Alles wird immer neu erfunden und das ist auch das Spannendste in dem Projekt, aber glaube ist die Herausforderung auch sehr, sehr hoch. Schlagzeug, du kannst jetzt nicht falsche Noten spielen, sondern in der Gruppe zusammen geht es darum, einen Rhythmus vielleicht einzuarbeiten. Wir haben das zum Beispiel mit einem Wort gemacht, weil es ist bekannt, jeden Rhythmus, den du sprechen kannst, kannst du eigentlich auch spielen. Das war dieser Pumpernickel-Rhythmus und das war zum Beispiel ein Weg, um mal einen Rhythmus zu lernen. Und dann haben wir einfach zu Hause, ich und Olli, auf der Marimbafon zusammen ausprobiert, was könnte funktionieren. Wir hatten auch ein, zwei Kinder, da wussten wir, die haben einen schlagzeugtechnischen Hintergrund. Die konnten wir natürlich geschickt einbauen, dass es auch schon mal eine Basis da ist, wo es schon mal ganz gut klingt. Und da gibt es Kinder, die einfach von Natur aus ganz begabt waren rhythmisch und die konnten wir einbauen. Aber es ging auch darum, die alle Kinder unterzubringen. Und das, denke ich, hat jetzt zum Beispiel bei diesem Mallet Groove oder auf diesen Gachons ganz gut funktioniert.
ich finde einen Unterschied zu 2010, es gab Gesang. Ja, und zwar als Überraschung ein bisschen, das zustande steht nicht im Programm. Die Zuschauer erwarten das nicht, die Kinder haben das sicher auch nicht erwartet, dass plötzlich in einer Probe es gesungen. Aber wir finden im Team, dass Tanz, Singen und Perkussion gehören, also passen super gut zusammen, weil die gehören so. So Material dazu genommen. Wir hatten zum Beispiel so Kartonschachteln, also die hatten etwas Ähnlichkeit mit den Cajons, aber irgendwie war es auch ein Ausstattungselement und das Schöne war, wir haben da zum Teil auch die Kinder improvisieren lassen. Also wir haben gesagt, du bist die Kartonchefin, das war die Valerie, und dann findet mal verschiedene Rhythmen und das haben die umgesetzt. Die haben für sich in der Halle, weiß nicht, 20 Minuten, eine halbe Stunde geprobt, dann haben wir uns das zeigen lassen. Gut.
Ihr dürft jetzt auch mal die Richtung wechseln, zum Beispiel rückwärts gehen oder seitwärts gehen. Ja. Natürlich ganz simple Fragen wie Logistik, ja, also 50 Kinder wollen ein Instrument spielen, ja, wie machen wir das? Und das war schon eine große Herausforderung. Und in der Aufführung waren die Cajons, also Karton-Cajons, ein wichtiges Element, und wir haben fast 30 Stück bauen lassen, und die waren ein wichtiger Bestandteil der Aufführung. Und die Kinder haben, unsere Idee war, dass sie fast alle auf einem Cajon spielen lernen. Plötzlich sieht man einen Bassist. Warum plötzlich da einen Bassisten? Ja, uns war klar, irgendwie, wir brauchen vielleicht noch für die Aufführung so einen zusätzlichen Kick oder Input. Okay. Und musikalisch war ein Bassist eine sehr gute Lösung. Und der Felix Klaus ist dann relativ knapp vor der Aufführung dazugestoßen, hat sich super integriert und hat mit seinem Kontrabass dann entscheidend mitgemacht. Können Sie manchmal lesen, da steht so ein T-O-I, T-O-I, T-O-I. Toll, toll, toll. Toll, toll, toll heißt es. Dürfen wir jetzt einen Applaus starten, einen donnernden Applaus, nicht für mich, aber dir, alle, die gespannt hinter der Bühne warten, dass es endlich losgeht. Ich wünsche euch einen ganz tollen Abend oder noch Mittag.
Ja.